als sie nicht anrief. Und er dachte, sie würde nicht anrufen. Und er saß da und wartete und lag da und wartete und dachte an sie, ohne zu schlafen. Und da spürte er es, dass er sie nie vergessen würde. Und auf einmal dachte er und dachte und dachte den Gedanken, der ihn dann nicht mehr losließ. Warum er jedes Mal, wenn irgendwas schief lief, irgendwie die Kontrolle verlor. Und jedes Mal, wenn etwas Gutes passierte, wenn alles gut lief und er eigentlich glücklich sein müsste, dann war er immer so beherrscht. Beherrscht glücklich. Was, wenn es umgekehrt wäre? Beherrscht unglücklich und ekstatisch glücklich. Wie würde sein Leben dann aussehen?